So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit Satisfactory, jawollo. Und ja, wir sind hier immer noch beim Alu, aber ich habe das jetzt mal so weit zum Laufen gebracht, dass das auch ziemlich gut läuft. Aber ich glaube, hier kommt nicht genügend Kohle an. Aber das werden wir dann hinterher fixen. Sagte er, ging auf die Maschinen und irgendwie war alles gelb wieder. Eben lief das alles noch. Ich habe das jetzt alles nochmal neu gemacht. Es sind jetzt 7. Der erste läuft noch nicht. Also sind es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich sollten es ja 7 sein, da ja hier ist die Mitte. Dann 3 nach da und 3 nach da, einen in der Mitte, ist klar. Das hat aber von dem Wasser ja nicht so richtig hingehauen. Klar, man kriegt halt eben auch übermäßig viel Wasser zurück, 120 Kubik pro Minute. Brauche hier vorne aber auch 200, ne? Und da ja nur durch ein MK2-Rohr 600 Kubik gehen, ist das halt ein bisschen schwierig so. Machen wir hier nochmal ein bisschen weg. Ich habe jetzt die ganzen Maschinen schon mal alle entfernt. Das bauen wir nämlich jetzt alles neu. Das können wir mal so lassen. Ja, und jetzt müssen wir nochmal schnell zum Lager. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ja. Also ich habe noch nicht so Stimme. Die ist noch nicht so da. Oder wollen wir das... Die Nudeln hier, den Spinat quasi, kurz mal ins AKW bringen. Weil dann ist der nämlich auch weg. Und vielleicht den Atommüll von unten auch noch gleich. Na komm, lass mich doch jetzt mal runter. So. Und vielleicht hat der Dogo hier zufällig, ne, hat er nicht zufällig, soll er mal sein Holz behalten. Wir nehmen mal den Atommüll auch nochmal mit. Dann stecken wir das da unten alles ins AKW. Das ist gar nicht so viel, wie das strahlt, oder? Guck mal. Wenn ich unten im AKW bin, ist Dollar. Unten vor allen Dingen. Ja, nichts zu trinken hier, blöd. Kaffee läuft gerade noch durch. So, ein paar morgendliche Übungen machen hier. Wenn du die ganze Zeit nur sitzt oder liegst im Bett oder sitzt am PC, ist das manchmal gar nicht so schlecht. So, Knochen sind aufgewärmt, Muskeln sind aufgewärmt. Kann losgehen jetzt. Als wenn das ein bisschen gereicht hätte, genau. Gut, dann stecken wir das mal hier rein. Ich glaube, das ist im Zwischenboden sogar, ne? Oder? Nee. Der Spinat ist oben. Und der Atommüll zur Not, ja. Müssen wir mal gucken, wo hier Platz ist. Ob hier Platz ist. Hier wäre noch Platz für einen. Guck mal. Salpetersäure fehlt. So. Wieso das denn? Ist der Kanister hier nicht voll? Guck mal, wie soll denn da was fehlen? Lol. Ah, vielleicht. Vielleicht fehlt es einfach nur deswegen, weil... Weil das von der Höhe her nicht passt. Was sagen die Dinger hier? Gut, dass wir mal nachgeguckt haben, ne? Oder ist da irgendwas mit der Drohne? Nur das passt. Was ist mit der Drohne?
Die vergammelt da hinten. Oder fliegt die jetzt langsam mal los? Das ist nämlich auch nicht so 100% mit den Drohnen hier, ne? Oder die Batterien sind alle, das kann auch sein. Wir gehen mal kurz hier rein. Gut, dass wir jetzt hier. Ah ja, okay, da geht's hin, genau. Aber das ist doch alles voll hier. Wir könnten hier nochmal eine Pumpe hinsetzen. Das war's dann auch mit Pumpen. Mehr geht nicht. Wo ist denn hier der Strom? Da. Das geht ja auch so nicht, dass hier kein Salpeter drin ist, ne? Was fehlt noch? Uranabfall fehlt, okay. Das ist ja aber kein Problem. Okay. Ach Leute, komm, was soll denn das? Als wenn. Als wenn wir nicht genügend davon hätten. So. Nicht spaltbares Uran kann natürlich dann hier rein. So, dann sind wir das schon mal los. Und er kann hier. Warum führt er das hier nicht ab? Ist hier hinten etwa voll oder was? Hier ist auch nicht voll. Aber warum führt er das hier nicht ab? Oder nur so langsam? Warum nur so langsam? Was habe ich da gebaut? Da sind 50 drin und MK. Was ist das? Wer hat hier MK1 draufgesetzt? Lol. Oder hatte ich das gemacht? Hä? Irgendeinen Grund gehabt? Nö. Eigentlich nicht, oder? So, dann gucken wir noch mal unten rein. In den Container. Wie viel da jetzt? Oh, halber Container jetzt. So. Haben wir das auch noch mal gecheckt. Jetzt müssen wir mal gucken, was mit der Drohne ist hier. Autosave erstmal. Fragen über Fragen. Die Drohne hängt da fest. DP Batterieproduktion. Wir müssen da eben mal hoch, ne? Hilft ja nichts. Osten, genau, ist richtig. Ich habe da leider auch keine Pipeline hin oder sowas. Also, Pipeline ist gut. Hypertube. Deswegen müssen wir da mal eben ein Jetpack hoch. Wie viel Treibstoff? 67. Okay, das müsste reichen vielleicht. Was sind das da? Ach, da sitzt so eine Schnecke. Okay. Immer mal kontrollieren, ob die Drohne fliegt. Nee. Okay. Oder fliegt die Drohne nicht, weil sie keinen Zielort hat, vielleicht? Ist ja auch kein Strom drin, ne? Das könnte knapp werden hier. Oha, Herr Schmied, ey, sind sie aber nicht. Sind aber echt gut drauf heute Morgen, wa?
Ja, ich möchte ja auch noch mal ein bisschen was zu Update 1 sagen. Update 1 vor allen Dingen. 1.0, so. Und zwar werde ich, wenn es soweit ist, dann auch mit 1.0 anfangen. Aber ich werde nicht noch mal neu starten, so wie das ja viele schon gesagt haben, sondern ich werde die Story spielen. Die werde ich auch in Videoformat dann hochladen auf YouTube. Und werde aber diesen Save hier weiterspielen. Es sei denn, die Story bringt einen so sehr voran oder bringt einem andere Sachen als... Ach so, okay. Bringt einem andere Sachen als... Wo ist denn die Drohne hin, verdammte Axt? Hier ist doch alles voll. Oder habe ich da keine neue Drohne hingesetzt? Kann es das auch sein vielleicht? Wir suchen die gleich mal. Machen uns hier erstmal einen mobilen Miner. Also hier ist ja eine Drohne, aber das ist die Batteriedrohne. Und das hier Salpeter Produktion. Jetzt gucken wir mal, wo denn die Drohne ist. Ganz schön viele Kisten hier schon wieder. Alukisten, Batterieanlegung, DP. Nein, das ist der Drohnenplatz. Ich brauche die Drohne. Hier Drohne. Da fehlt eine. Guck mal hier, Drohnen sind nur 4 Stück. Dann. Zum Glück fehlt hier nichts. Dann machen wir da mal. Vielleicht habe ich die, weil ich. Dieser Landeplatz. Wir fliegen. AKW Salpeteranlieferung und dieser Landeplatz und Jalla Abfahrt, komm. Machen Sie es so. Komm, beladen. Da ist natürlich jetzt nichts drin, aber sollte dann. Warte mal, wir können ja mal mitfliegen. Uah! Wir können ja mal mitfliegen. Lieber das andere Jetpack mitnehmen, anziehen. Also es geht bis zu einem gewissen Grad. Genau. Naja, gut. Jetzt holt er die Alukisten erstmal ab. Dann bringt er die Alukisten hier wieder her und dann geht's wieder weiter mit dem Salpeter. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Hier sind auch immer Spinnen, ne? Hier, guck mal da. Aua. Noch einer oder was? Wir können auch mal wieder auf Jagd gehen. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Sachen, um noch ein bisschen mehr Dings zu generieren. Wo ist denn der Panzer von dir hin? Da oben. Nein, ich wollte doch nicht den Ast wegnehmen. Mitnehmen. Oh, jetzt. Mann, ey. Ist da noch der eine oder was? Da gerade noch eine Spinne gesehen oder wie? Gleich haben wir keinen Treibstoff mehr.
Das ist natürlich von Vorteil, wenn man das Gewehr hat. Dann kommen nicht mal Fliegen raus. Geil, oder? Also, ja, genau, das mit Update 1. Natürlich werden sich hier einige Nodes verändern. Da müssen wir dann, sind wir wahrscheinlich auch von betroffen. Und zwar diese Schwefelquelle, die da oben ist. Die macht mir am meisten Sorgen eigentlich. Da ist auch Schwefel. Jetzt ist aber hier ein ganzer Wildtierpark, oder? Wildpark. Wildtierpark vor allen Dingen. Hey, halten die mehr aus hier, oder was? Oder treffe ich nicht richtig? Jetzt auch mal kaputt sein langsam. So. Gebt mir eure Panzer, ich habe natürlich auch gut gelitten. Aber es geht noch, ne? Ich habe ja auch den Schutzanzug an. Wenn das einen Unterschied machen würde, da ist, die sind die Alien-Organe hier. Spucker-Überreste heißen sie jetzt. Noch irgendwo was? Das hat sich ja alles hier auf der Schlachtbank, da. So, das war's. Wenn mir jetzt auch einer in die Kommentare schreibt, du hast da noch einen Panzer vergessen, ja, dann ist das halt so. Wolltest du jetzt abhauen oder was? Du bist jetzt dran mit Keiler über was. Jawohl. Guck mal. Wir haben Kühlkörper. Wo müssen wir überhaupt hin? Dahin, ne? Wo so viele Kisten liegen. Ja, dann. Entschuldigung. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern, dass wir die ganzen Kisten mal aufsammeln. Es könnte sein, dass das alles unterirdisch passiert ist. Und dann müssten wir noch mal zum Strand eventuell. Bist du denn hier? Und das wäre es ja noch gewesen, wenn man die abknallen könnte. Was ist denn da los? Nicht kaputt, nicht tot. So, dann schweben wir nochmal eben schnell durch die Dings. Haben wir wieder nichts geschafft, ne? Muss ich wieder im Offscreen die Alufabrik zu Ende bauen? Tut mir ja so leid.
Naja, aber dann können wir wenigstens ein bisschen DNA-Kapseln noch machen, weil wir jetzt sehr gut eingesammelt haben hier. 11 Keiler, Überreste, die Spinne. Na gut, okay, geht so, ne? Naja, geht so. Sieht man das bei euch auf dem Dings auch so? Das ist so. Das liegt, glaube ich, an meinem Monitor, oder? Weil der so eine Kurve hat in der Mitte, ne? Also der ist so gekurvt. Und ich glaube, das sieht bei mir nur so aus. Bei euch sieht das gar nicht so aus, oder? So die Seiten, wenn man so guckt. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Dann setzen wir mal das andere Jetpack auf. Beziehungsweise den Schwebegleiter. Und dann stecken wir hier mal diese da rein. Hier stecken wir die Spinnendinger rein. Und hier stecken wir das rein. Und da die Keiler. So. Genau. Hier stecken wir dann das Holz mit rein. Die Alukühlkörper brauche ich jetzt auch nicht. Die brauchen wir später dann noch. Die muss ich dann noch mal extra produzieren. Und jetzt überlege ich gerade, die können dann noch mit rein kurz. Und das. Das bremst natürlich richtig aus. Aber die neuen Sachen, die jetzt geschreddert werden. Ach so, ich muss nochmal. Das geht jetzt alles ein bisschen fixer. Und zwar, weil jetzt das Aluminium nicht mehr mit durchläuft. Und ich habe hinten bei diesem Quarz, was wir nochmal extra gemacht haben, da habe ich ein MK1-Band zwischengesetzt und deswegen kommt hier jetzt ganz wenig Quarz nur noch durch. Ne? Deswegen läuft das jetzt auch alles ein bisschen schneller und performanter. Das, ja. Und einen Schredder habe ich da auch nochmal hingesetzt. Ich weiß nicht, ob das mal in einem Video passiert ist oder so, weiß ich jetzt nicht. Deswegen. So, wir können nochmal Scheiben machen jetzt eben für die Aluminiumfabrik. Und dann kann ich euch auch schon wieder entlassen in den Montag. In den Restmontag. So, dann nehmen wir hier nochmal ein bisschen Stahlträger mit und wir haben Quarz. Da brauchen wir aber die gleiche Menge, habe ich gemerkt oder gesehen. Glaube ich, bei der Scheibe, die ich bauen möchte. 2 zu 2, genau. Dann nehmen wir nochmal ein bisschen Quarz mit. So. Da und da. Perfekt. So, 800 und 800. Jetzt können wir Richtung Osten rausgehen. Und dann. Okay, wirft das so einen riesen Schatten oder was? Diese kleine Plattform da? Okay. Genau so. Können wir hier durch. Ich würde das auch gerne so können, dass man das so einlässt. In so, keine Ahnung. Wisst ihr, wie ich das meine? Und dass das so richtig fabrikmäßig aussieht, aber das ich habe da glaube ich nicht so den Scheiße Beton haben wir noch vergessen. Scheiße Beton haben wir noch vergessen. Oh nee. Ist wieder zurück. Warte mal. Beton war doch auch hier. Fast. Müssen wir mal kurz ein bisschen Aluminium wegschmeißen hier. Schade drum, aber egal. Was, ich brauche jetzt Beton.
Dann malen wir jetzt. Ja, doch, wir malen noch ein bisschen Scheiben hier in die Landschaft und dann sind wir auch schon fertig. Muss ja auch gemacht werden, ne? Muss ja auch gemacht werden, so. Ich muss da wirklich mal mich ein bisschen kreativ auslassen, dass ich dann wirklich auch mal sowas baue. Ich habe damit ja schon mal angefangen. Ich habe einen Screenshot gehabt. Den kann ich euch mal eben zeigen. Screenshots. Den fand ich eigentlich sehr geil. Warte mal, warte mal, warte mal. Diesen? Ne, den nicht. Der war das nicht. Das hier. Klar, das ist jetzt mehr durch das Lumen auch, ne? Oder, warte mal, da war noch ein anderer. Hier dieses. Zum Beispiel. Ne? So. Aber das geht noch besser. Und da will ich mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen hintasten, dass ich da auch noch mal so ein bisschen ne? Kreativer werde eben. Ne? Das passt eigentlich. Ob das ausreicht, was ich da mitgebracht habe, die 800 oder was? Ich glaube nicht, ja. Ach so, das ist oben der Weltraumlift. Ich habe gedacht, hä? Wie habe ich das denn ineinander gesetzt? Das würde ja nur gehen mit H. Habe ich aber gar nicht gedrückt. So, die Mixer setzen wir natürlich auch noch mal um dann. Lernt mein Ohr schon wieder übelst an Piepen. Ah, siehst du, ich muss bei der Physio noch anrufen. Gut zu wissen, gut zu wissen. Darf ich nicht vergessen, wir müssen Termine machen auf jeden Fall. Mein Zahnarzt hat nämlich gesagt, ich vermute mal, dass der Tinnitus vom Zahnarzt kommt, weil es wird auch mittlerweile immer schlimmer und das nervt einfach nur. Und dass das vom Kiefer her kommt. So, und jetzt hat sie mir Physio verschrieben und das nennt sich CMD oder CMT, weiß ich gar nicht genau. Ich hatte hier auch irgendwo eine Karte, da stand das drauf. Egal. Und ja, ich weiß nicht genau, das sind wahrscheinlich Übungen, die einem da verschrieben werden, die man machen soll, die dann auch helfen, die das Kiefer, den Kiefer quasi oder die Kiefermuskulatur eben auflockern und dadurch eben das Piepen weggeht. Muss ich mal schauen, ob das was ist oder ob es das ist oder keine Ahnung. Weil sonst bin ich eigentlich sehr gechillt oder ist vielleicht auch so, das könnte ich mir auch noch vorstellen, wo es herkommen könnte. Dass es einfach dadurch, dass ich jetzt viel ruhiger bin und nicht mehr so auf Action aus bin, mich zur Ruhe gesetzt habe quasi, dass es einfach deswegen ist, dass mir was fehlt. Dass mir Lautstärke fehlt. Das kann auch sein. Na gut, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal gerne einen Daumen da. Ihr könnt gerne das Glöckchen aktivieren. Ich muss erst mal überlegen, wie der ganze Satz hier wieder geht. Gleich dazu, sonntags ist bei mir mal frei. Ne? Deswegen kam gestern jetzt kein Video. Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss.
euer Bioschmied. Bye bye.